Einen wunderschönen guten Abend, Freunde der Vintage-Unterwasser-Bases. Ja. Wir sind hier gerade noch bei der Margaret, die uns ja freundlich willkommen geheißen hat letztes Mal, indem sie uns nicht hat umbringen lassen von ihrem Tierchen. Da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Und jetzt für. Ist ein Licht. Können wir einfach dem Licht folgen? Hätten wir sie schon viel früher finden können? Ich war nur unfähig. Ich versuche jetzt mal, dass wir es bis zu dem Punkt schaffen. Und dann muss ich mir irgendwie merken, wo wir von da aus hin abgebogen sind. Also, die Suche nach dem Artefakt war zwar nicht federführend. Naja. Wir müssen quasi bei dem. Können wir dem folgen vielleicht für das andere Artefakt? Mein, das ist zwar ein bisschen weg, aber das endet hier. Okay. So, die Frage ist, sollen wir jetzt mal kurz nach Hause gehen, unser Inventar leeren und vielleicht was Neues bauen? Also bei ihrem Standort müssen wir rechts abbiegen, wenn wir unsere Base im Nacken haben. Das versuche ich mir jetzt mal zu merken, aber erstmal fahren wir heim. Weil dann können wir vielleicht das Störungsteil da platzieren. Und dann können wir vielleicht so ein bisschen. Klappe jetzt. Vielleicht so ein bisschen kommunizieren. Also nicht mehr mit Altera, aber mit Marguerite. Ich meine, sie wäre ja bereit, wenn wir den Feind vernichten. Also. Ja. Bei Licht betrachtet ist das Ganze hier ja ganz nett. Ja, kleiner Kryptominer. Also hier hinten im Südosten von unserer Base aus. Im Südosten, da ist auch das, das Zeug hier, das da. Mich verfolgt einer. Warum verfolgt mich so ein Kryptominer? Ihr wollt doch nur Kryptos meinen. Ihr wollt mich doch nicht beißen und mich umbringen oder so. Das wäre, ganz nett. Jetzt ist nur die Frage, was ist schlauer? Erbauerteile oder mit Marguerite? Ich meine, Marguerite ist jetzt unsere aktuelle Quelle. Auf der anderen Seite, wir wissen ja, Alan in unserem Kopf, der braucht nicht mehr viel, um seinen Körper herzustellen. Was ich ja auch ganz interessant fände. Ich meine, auf der anderen Seite, ja. Ich habe immer noch so ein bisschen Angst, dass er uns umbringt, wenn wir fertig sind. Also, nicht, dass er jetzt böse wirkt oder so, aber er könnte einfach der Meinung sein, yo. Du hast einen menschlichen Körper, so einen Scheiß brauchst du nicht. Willst du nicht auch einer von uns werden? Das dauert nur 10.000 Jahre und dann leitet er das in die Wege, während er noch mit mir spricht. Ich weiß es nicht. So, wir brauchen was zu trinken. Gut. So. Hello. So, wo sehen wir denn ein. Da sehen wir doch ein wunderschönes Exemplar in der Trinkflasche rumschwimmen. Hui. So, wo hätten wir denn noch Wasser? Inventar ist voll. Toll. Da will ich einmal was trinken und dann ist mein Inventar voll. Machst du halt auch nichts. Da machst du einfach nichts. Hui. Danke, danke, danke. So. Produzieren wir doch erstmal Wasser. Weil das können wir trinken. Und dann haben wir schon mal keinen Durst mehr. Macht Sinn? Ich weiß. Wir haben auch eine nicht essbare Steinlaus.
Wir können aber auch mal unserem Inventar leeren. Ja, gut, dass wir so wenig Titan dabei haben. Kupfer haben wir nicht, Silber haben wir nicht, Salz haben wir nicht. Gold auch nicht. Aber wir haben mehr Diamanten. Lithium? Wir haben kein Lithium am Start gehabt. Dann tun wir das Lithium, das Blei und... Ich hab... Wo kommen jetzt diese Bojen her? Die habe ich vorhin nicht einstecken. Also wahrscheinlich hatte ich sie doch einstecken. Aber ich bin der Meinung, hatte ich nicht. Und in dem Fall ist meine Meinung vermutlich einfach falsch gewesen. Aber, ja. Und eigentlich schon wieder ein fucking Schrank für Titan. So. Nickelerz haben wir immer noch nicht... Haben wir nicht Nickelerz gefunden? Aber Kyanit hatten wir nicht mehr, genau. Also noch nicht. Tauchflasche mit Ultra-Hur. Da fehlt uns noch was. Jo. Hier ist der Stuff. Gewinnt Körperflüssigkeiten zurück und erzeugt sauberes Trinkwasser. Finde ich irgendwie gruselig, sollten wir bauen. Und Schubtauchflasche. Ah ja, nutzt Sauerstoff für einen Geschwindigkeitsschub. Ja, interessant. Weiß ich nicht, ob ich das so gesund finde. Was ich ja ganz interessant fände, grundsätzlich, neben so einem Speerpinguin. Oh, wir können Torpedo haben, Wirbeltorpedos, Säuretorpedos können wir bauen. Wir können nur keinen Krebs bauen. Ist halt blöd. Aber hatten wir nicht hier Werkzeuge? Ein Pfadfinderwerkzeug. Da brauchen wir nur Schlingpflanzenbüschel, Titan und eine Batterie. Das sind alles Dinge, die wir dabei haben sollten. Also nicht dabei, aber... Oh. Ah ne, Batterie brauchen wir ja noch. Eine Batterie, bitte. So, bauen wir das doch mal. The Pathfinder Tool emits a sequence of waypoints to mark your route and aid navigation in both terrestrial and aquatic environments. Wir testen das jetzt mal. Ah ja. Kann ich die auch wieder einsammeln? Ja. Plupp. Ach, ich sammle dann alle auf einmal ein. Okay. Ja, aber das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Das ist, glaube ich, schon mal eine sinnvolle Erweiterung für uns. Sauerstoff brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dings hier. Dings da Boomster. Wir müssen an unsere mobile Fahrzeugstation. Da. Das Wetter ist mal wieder herrlich nebelig. So mag ich das ja. Abteile. Ah, Frachtabteil geht noch nicht. Schlafabteil haben wir schon. Aquarium wollen wir nicht. Das finde ich ganz interessant. Computership. Blei und Plaststahlbarren. Aber ohne das Frachtabteil ist das, glaube ich, relativ langweilig. Ich weiß es nicht. Also weil, ne? Ist ja ganz nett, so einen Zug zu haben dann. Aber ohne Lagermöglichkeit sehe ich uns da einfach noch nicht. Lalalala. Ja. Nicht wegschwimmen. Wo sind meine kleinen Fischis? Schuppige Zungenanemone. Okay. Ach ja, könnte ich doch das gute Ding essen. Ah, aber wir haben ja auch noch unseren... unseren Störsender da.
Also unseren Übertragungstest-Ding da. Mit dem wir eventuell ein bisschen Schabernack treiben können. Also nur vielleicht. Zoom. Zu essen brauchen wir auch noch was, nicht nur zu trinken. Komm jetzt her. Unfähig. Wäre ich in Zeiten der Jäger und Sammler gewesen, ich wäre verhungert. Er schwimmt direkt vor mir, ich treffe ihn nicht. Ballerst der rein, nice. Schön lecker Fischi. Ich meine, ist eine relativ einseitige Ernährung aktuell, aber man muss dazu sagen, sind gute Fette, gute Eiweiße, wenn man sie verträgt. Also eigentlich, ne? Glaub geht ungesünder. Vielleicht noch so einen kleinen Algensalat oder so? Dann, ne, sehe ich auch unseren Vitaminhaushalt. Ein bisschen besser. So, jetzt ist nur die Frage. Da können wir es testen. Testüberbrückungsmodul. Wir brauchen einen Parallelprozessor. Habe ich mir ja fast schon gedacht. Warum kann ich noch keinen Parallelprozessor bauen? Freunde, das heißt, wir müssen wieder da raus. Wir nutzen dieses Abteil als Ablage für... Links. Wir haben Bojen einstecken. Wir sollten sie vielleicht auch nutzen. Wir haben auch ein Pfadfinderwerkzeug. Wir sind quasi einigermaßen gut ausgestattet. Das heißt, wir schwimmen jetzt wieder darüber. Los geht's. Wir fahren ein paar Sachen platt. Das ist normal. Da können wir nichts dafür. Oh, ein Kobold. So, genießen wir doch mal ein bisschen. Ein bisschen das schöne Unterwasserwelt geschehen hier. Also, der Eingang zur Pilotin war hart versteckt. Unter Ding. Hier unten waren wir ja schon. Da sind wir ja nicht durchgekommen. Keinste Art und Weise. Wir sind diesem Licht sind wir gefolgt. Aber dann kamen wir ja nicht zu dem Richtigen. Wir waren ja quasi beim Falschen. Da, wo wir schon mal waren. Genau, weil da schwimmt mal schön hier durch und denkt sich, oh ja, ich bin gleich da. Und dann ist man auch gleich an einem Ort, wo man denkt, ja, ich folge immer noch den Teilen. Aber das ist ja falsch. Wir sind viel zu weit weg. Hier haben wir Allen her. Hier geht es nicht mehr tiefer. Hier haben wir auch keine geheimen Wege vermutlich. Also vielleicht doch, aber ne, wir wissen nichts davon. Das heißt, wir gehen jetzt grundsätzlich erstmal zurück. Natürlich anders, als wir reingekommen sind. Aus Prinzip. Es ist sogar beidseitig markiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der andere Weg auch markiert ist, ist auf jeden Fall da. Wir müssen die Markierung nur finden. Ui. Waren wir hier schon? Ich finde es sehr gruselig. Sind das Teile, die ich haben will? Frachtraum? Schnauze. Ach, Sharktopus. Sharktopussi. So.
Fabrikator haben wir doch schon. Ja, nehmen wir trotzdem mit. Gratis Titan. Hallo? Nein. Ich wohne jetzt hier. Ich glaube, wir waren hier schon. Sorry, muss los. Ja. Okay. This artifact, I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. Ein Obelisk? Das ist jetzt mir. Also das ist natürlich auch nicht das, was wir gesucht haben, aber es ist schon mal ein Step in die richtige Richtung. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass mein Atem so grün ist. Ne, Fabrikatorabteil scannen wir jetzt mal nicht ein. Wir müssen auch eher darüber. Was passiert, wenn wir da durchschwimmen? Nix. Okay. Passen wir hier durch? Ja, das geht ja einwandfrei. Wir sind gar nicht so breit. Also ich glaube, Höhlentauchen ist so eine der gruseligsten Sachen ever. Naja, man hätte auch den einfachen Weg nehmen können. Also, weil ich glaube, wenn du da einmal in Panik gerätst in so einer Höhle, da hast du einfach verloren. Weil es ist, glaube ich, so schon ultra schwer, irgendwo rein oder rauszufinden. Aber wenn du halt Panik bekommst, dann ist es einfach vorbei. Weil dann findest du definitiv erst recht. Nein, Schnauze. Dass die hier immer so rumbrüllen müssen. Das klang gruselig. Okay. Hier waren wir eben schon. Ja, das sind diese kleinen Schlunddinger. Mit Diamanten. Aber falsche Richtung. Ja, ich gucke ja schon nach. Fabrikatorabteil passt. Weiterfahren. Ich will das Loot-Abteil. Was ist der denn so sauer? Können wir jetzt auch nichts machen. Ja. So, aber dann gehen wir noch mal ein bisschen hier in eine andere Richtung. Nee, tendenziell vielleicht eher in diese Richtung. Falls das geht. Das ist natürlich auch immer so. Eine Sache. Also wir kommen zwar nicht näher ran, aber wir entfernen uns auch nicht. Das ist ja grundsätzlich schon mal gut. Geht's hier denn irgendwo hin? Außer zu diamantbesetzten Hängen. Was bist du? Sag mir jetzt nicht, du bist ein Fabrikatorabteil. Frachtabteil! Oh yeah. Was will ich denn mehr? Ellen, dein Körper ist zweitrangig. Ich kann looten. Man muss einfach Prioritäten setzen. Und Loot ist definitiv eine Priorität. Ich weiß, wir können das alles gar nicht mitnehmen. Also können wir schon, weil wir haben dann einen Loot-Abteil. Aber wenn wir den Planeten verlassen. Aber wer sagt, dass wir den Planeten verlassen wollen? Schon mal darüber nachgedacht. Ich auf jeden Fall nicht. Die Frage ist natürlich...
Macht es Sinn, mir wird schlecht. Macht es Sinn, dass wir hier an unseren, an unsere aktuelle Seebahn etwas dranhängen, mit wem wir dann nicht mehr so ultra gute Fahrmanöver hier machen können, weil wir einfach länger sind und einen Wendekreis haben wie so ein Zug. Ja, ich weiß, da war ein grünes Teil, aber ich glaube, das war nicht unser grünes Teil, was wir brauchen. Irgendwie darüber kommen. Ich hole gleich die Bohrmaschine. Aber gut, die Bohrmaschine holen wir nicht mehr diese Folge, einfach weil wir nicht wissen, wo sie ist, aber auch weil die Folge vorbei ist. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und übermorgen 17 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye.